Es gibt Bilder, die vergessen wir ein Leben lang nicht. Zu einem solchen Bild zähle ich die Szene, die wir vor ziemlich genau einem Jahr im Blick auf den Petersplatz erlebt haben. Der Petersplatz, menschenleer, es ist Nacht, allein der Papst befindet sich dort. Er spricht auf dem leeren Petersplatz in die Kolonnaden hinein, die ausgreifen wie zwei große Arme, als wollten sie die Welt umarmen. Und am Ende des Gottesdienstes erteilt der Papst den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Gleichzeitig kenne ich aus meinen vielen römischen Jahren ganz andere Szenen. Der Petersplatz gefüllt mit Hunderttausenden von Menschen an Ostern bis zur Engelsburg, die ganze Via della Conciliazione gefüllt. Großer Jubel, Osterwünsche in vielen Sprachen und dann das Osterhalleluja. Davon war im letzten Jahr nichts zu spüren. Auch der Papst wird heuer Urbi et Orbi wieder im kleinen Kreis sprechen. Und trotzdem, dieses Bild vom menschenleeren Petersplatz und dem Papst allein auf weiter Flur birgt Hoffnung für mich. Der alte Mann in seinem langen, weißen, ja, leuchtenden Talar, er steht da für alle Menschen, die leiden unter Corona. In Italien wurden damals mit LKWs die Leichname aus den Kranken- und Pflegeheimen zu den Friedhöfen oder an Orte gebracht, wo sie verbrannt wurden. Und in dieser Situation, in der auch Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige, Freunde, Lebenspartner schwer zu leiden hatten und bis immer noch leiden, ja, da steht der Papst alleine da und betet für sie. Er erteilt den Segen mit dem Allerheiligsten Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Das war Fastenzeit letztes Jahr, Passion. Das wird auch ähnlich heuer Ostern für uns sein. Wir warten auf die Auferstehung. Wir warten auf neues Leben. Und so wie der Papst ist, wie er redet, wie er handelt, ja, wie er feiert, auch die kommenden heiligen Tage, zeigt er uns, was das Motto Jesu ist bis heute. Siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Musik.